Wie fühlt ihr euch? Warte, erstmal kurz in der Anmoderation, Leute. Herzlich willkommen wieder zum Vlog seit langer Zeit. Wir haben unseren Limo-Stand aufgebaut. Für die Leute, die es nicht wissen, kleiner Pop-up. Und hinter uns sind auch schon ein paar Leute am Start. Also sind auf jeden Fall schon viele Leute gekommen. Auch hier der eine aus Heidelberg angefahren. Ich weiß noch, einer kommt aus Wien angeflogen. Crazy. Für den Hoodie. Also bin sehr gespannt, was hier gleich abgehen wird. Wir müssen gleich noch ein bisschen hier für Stimmung sorgen. Alex, Anzeige ist weg raus. Ich hab noch Hoodie, wenn du weiter fahren willst. Oh! Wie soll er noch? Hier noch. Drei weiter. Zwei. Zwei ist fair. Zwei ist fair, komm. Zwei wäre ich dabei. Komm, zwei. Sehr stark. Korrekt. Danke. Bitte schön. Okay, einer darf noch. Okay, Leute. Definitiv mehr Leute als erwartet. Sehr krass auf jeden Fall, also bis jetzt ist auch noch nichts passiert, also die Anwohner sind sehr gnädig hier mit uns und ja, wir spielen ein bisschen Basketball, viele Leute sind da. Hier sind ein paar Leute da, was geht? Die Minions, alle mit dem gleichen Outfit. Ja Mann, geil. Challenge, Latten schießen, immer 5 in einer Runde. Eben hast du schon den ersten Gewinner gegeben und jetzt geht's weiter mit Champions League Musik. Okay, ich bin scheiße, tut mir leid. Ihr müsst richtig rein. Oh! Wunsch. Jetzt. Dann machst du ein Bild oder ein Video? Ein Video. Aber es ist gut. Wir. Darf man im Vlog überhaupt Gangzeichen machen? Ja, Leute, die Cam ist leer. Aber ich bin fix und fertig. Aber es war geisteskrank. Fußball gespielt, Basketball gespielt. Richtig, richtig lang gechillt. Das war nicht so die Kauf. Also, das war nicht so ihr Kauf, was umgeht, sondern ihr seid lange geblieben. Keine Ahnung, wie gesagt. Ein paar Challenges gemacht, lange Fußball gespielt, lange Basketball gespielt, miteinander Quatsch, war auf jeden Fall sehr, sehr geil. Ich freue mich auf das nächste Event. Was geht ab? Guten Morgen, Leute. Tag 2 quasi von unserem Lemonade Stand. Und zwar haben wir uns entschieden, noch nach Berlin zu fahren, weil Hamburg einfach unfassbar krass war, es mega viel Spaß gemacht hat und dachten wir, komm, wir haben das Auto eh noch, lass doch mal Sponti nach Berlin fahren und den restlichen Stock da anbieten. Deswegen machen wir uns jetzt auf den Weg, wir holen noch ein paar Leute ab, beziehungsweise ich und du mit einem anderen Auto und dann geht's ab nach Berlin. Und ich glaube, das werden 2 Tage in einem Vlog, weil das gestern ein bisschen wenig Gelaber war und der Akku leer war, deswegen wird das heute hoffentlich ein wenig länger. Theresa, Vlogging. Mm-hmm. How are you? I'm fine, but I'm very tired. Wie viel hast du geschlafen? 7 Stunden. Mm-hmm. Was denkst du, wie viel verkaufen wir heute? Mm. Mehr oder weniger als gestern.
weniger. Ja. Aber auch nur, weil jeder das heute das schon die ganze Zeit sagt. Mhm. Vielleicht aber auch mehr. Ich bin hier komplett überfordert mit diesem fetten Ding. Ja. Leonie, was sagst du denn, wie viel werden wir verkaufen? Ich glaube, ich kann das nicht einschätzen. Gestern dachte ich auch nicht, dass so viele Leute kommen und voll die gute Stimmung. Mm. Ich habe irgendwie das Gefühl, in Berlin sind so mehr solche Jugendliche, die so dahin gehen würden, habe ich irgendwie das Gefühl. Okay. Oder? Wow. Und wo ist unser Kaffee? Cappuccino. Ja, ich hatte doch eben gefragt, ob ich schon gefrühstückt habe. Wollt ihr noch? Ich gehe nochmal los. Cappuccino, Brötchen. Toll. Was denkt ihr, wie viel wir heute verkaufen werden? Wir haben gerade schon eine Umfrage gemacht. Oha. Aua. Ich sage, es ist ein bisschen spontaner, ich sag ein bisschen weniger als in Hamburg. Was denkst du, wie wird heute? Mehr oder weniger los? Kann ich nicht einschätzen, aber hoffentlich sehr wild. Ja, hoffentlich sehr wild, das ist eine gute Aussage. Ich hoffe auch sehr wild, aber ich glaube, es ist weniger als in Hamburg. Du musst sagen, was du denkst, wie viel heute verkauft wird. Und was, ob das heute krasser wird oder ob das... Ach so, Berlin? Ja, ja. Ich glaube, es wird ein bisschen normaler. Bisschen normaler. Ich glaube, Hamburger ist ein bisschen crazier. Ja? Also, weil glaubst du? Eine Hamburg-based Brand, deswegen. Hallo. Moin. Wie geht's dir? Gut und selber. Auch sehr gut. Also, wir fragen jetzt jeden, was denkst du, wie es heute abgehen wird? Wird mehr sein als gestern oder weniger oder besser? Ich glaube. Ja. Aber doch, es wird geil, ja, solange man selber Spaß hat. Ja, oder? Ja. Ja, super. Ja, danke schön. You don't want me. Why are you fighting me when you know you're gone? Why are you fighting me when you know better? Know you know better. Baby, you got me like oh. You love it. Alex macht Linienrichter, ich mach da. Okay, also Leute, wir sind jetzt hier in Berlin angekommen. Das ist unser Spot hier. Wir haben aufgebaut. DJ hat auch noch alles geklappt. Und wir fangen jetzt erstmal an, ein bisschen die Stimmung aufzuheizen. Wir machen ein Wettrennen um die Tote Bag. Damit fangen wir an. Es sind schon ein paar Leute da und ich würde sagen, geht los. Sehr nice. Guter Verlierer. Unter diesen Dingern sind manchmal Sticker drunter. Wenn Sticker drunter ist, bekommt ihr auch noch Tote-Pack. Ja, und noch eine Sache. Wir haben noch zwei Cargo-Moves. Ist auf jeden Fall noch da. Ich bin wieder da, Leute, hallo! Die Kiwi! Man munkelt, die werdet ihr bald noch mehr sehen. Also stellt euch schon mal wieder drauf ein. Ja. Bisschen weniger als in Hamburg, aber ich würde sagen, das geht nicht. 2, 3, 4, 5, 11, komm! 12, 13. Ach, 12, ja? Ich war nicht so. 13? 13? 13? 13? 13? 6, 15, 16. Er hat schon gewonnen. Ja, Junge! Für den Flex, weiter! Junge! Für den Flex, bitte! 1, 2, 3, 4, 15. Aber er macht aber richtige. 16, komm, Bro, 20. Es geht um gratis Sachen. Geh ihm Ausländer schnell gratis Sachen. Willst du deine Eltern enttäuschen? 17. Noch einen. Noch einen nehmen. Komm. Knappes Ding. Aber du hast wirklich. I don't understand why you're so alone. I don't understand.
Ja, wie läuft's, Digga? Gut. Ja? Ja. Das Hamburg war mehr los, aber es war ja spontan angekündigt hier. Achso, ja, same. Aber Hamburg war doch auch spontan, oder nicht? Ja, aber nicht ganz so spontan. Nee? Ja, okay, okay. Aber okay, freut okay mich, dass du da bist. Ja, safe, Digga. Ich freue mich auch, dich mal wiederzusehen. Sehr, sehr gut, Digga. Wie geht's euch? Du bist größer, oder? Nee, ich glaube, Alex ist größer. Ja, guck mal hier die Absätze. Ja, ich habe auch die maximalen Absätze. Ja, guck mal hier. Ja. Okay, Leute, ich glaube, it's a wrap. Sieht so aus, als ob wir jetzt langsam durch sind. Ein paar Leute sind noch gekommen quasi und ja, wir sind fertig. Also, hier sind unsere netten Helfer und DJ Johnny am Start. Tschüss. Hi und ciao. Bis zum nächsten Vlog. Bis zum